Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Back to School. Heute mit unseren zwei tollen Gästen, die uns ganz viel erzählen über qualitative, hochwertige Steinheilkunde. Das ist Bruno Vogler-Pfeiffer, er ist der Leiter der Steinheilschule Schweiz und sein Hauptdozent Manuel Litschi, und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen. Lieber Bruno, lieber Manuel, hallo. Ich glaube, ich muss euch nicht mehr so groß vorstellen, weil die Leute kennen euch bereits. Vielleicht zwei, drei Worte, was ihr macht, wo ihr herkommt, und dann legen wir gerade los. Ja, grüß Gott, grüezi miteinander. Ich bin der Bruno Vogler-Pfeiffer. Ich habe vor rund 12 Jahren die Heilsteinschule Schweiz gegründet und bin jetzt auf dem Weg, ja, nicht Wachstum, zu erklären, was Mutter Natur uns täglich schenkt an Medizinalmitteln, die wir nicht brauchen. Und wir wollen eigentlich in der Heilsteinschule so weit die Leute fit machen, dass sie selber für ihre Gesundheit verantwortlich sind, dass sie sich da präventiv einrichten und das schätzen. Und wir gehen raus. Wir gehen 6 Tage raus in der Ausbildung und lernen, die Berge zu lesen, die Steine zu finden, also die kommen ja von Afrika zu uns, die Schweiz grenzt an Afrika, das ist dann auch ein Thema, was wir hier noch durchnehmen, und die Natur, Mutter Natur, steckt uns so viele Helfer. Und wenn wir einen Stein finden, sage ich, wenn du den Stein erkennst und ihn definieren kannst, dann gibst du dem Kind einen Namen. Und damit ist er ein Heilstein, wie wir sagen. Und nur immer, ich kann mich selber heilen, aber selber rausgehen, das Medizinalprodukt finden, nach Hause nehmen und davon zehren, das ist ein spezieller Reichtum, wo ich mit meinem Hauptdozenten Manuel Litschi jetzt heute bei Ihnen vortragen kann. Ja, Manuel, du hast ja noch einen medizinischen Hintergrund. Möchtest du uns da auch noch ein bisschen etwas erzählen? Genau, ja, auch grüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Manuel Litschi. Ich war beruflich unterwegs, die letzten 13 Jahre als Psychiatriepfleger. Habe 13 Jahre in der Psychotherapie gearbeitet und bin seit etwas mehr als 3 Jahren jetzt in der Steinheilkunde unterwegs und darf mich glücklich schätzen, aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt der vermutlich einzige vollberufliche Referent zu sein, Dozent zu sein in der Steinheilkunde im deutschsprachigen Raum. Ich kenne jetzt niemanden anders, der das aktuell machen darf, und das ist ein großes Vergnügen. Ich bin verantwortlich für die Weiterentwicklung, Forschung und Weiterbildungsangebote der Heilsteinschule Schweiz. Und ja, darf jetzt da das, was Bruno gesät hat, weiterführen. Es ist meine große Ehre, heute zu diesem mir sehr wichtigen Thema zu sprechen, nämlich was bedeutet es, qualitativ hochstehende Steinheilkunde zu unterrichten, und woher kriegt man diese Informationen? Ja. Und auch vielleicht, woher bekommt man die Steine? Und ich kenne euch ja schon und weiß, ihr habt da ein unglaublich großes Wissen. Aber wie können die Menschen das von außen erkennen? Und da bin ich ganz gespannt, was ihr uns da erzählt. Genau, also vielleicht zum Einstieg, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Habe gedacht, ja, wir müssen mal den Leuten erklären, was heißt überhaupt qualitative Steinheilkunde? Also jeder, der eine wissenschaftliche Ausbildung macht, so war es bei mir auch in der Pflege, dann hat man Unterrichtsfächer, das sind Pflichtfächer, wissenschaftliches Arbeiten, das heißt, woher bekomme ich meine Daten, wie mache ich eine Literaturrecherche zum Beispiel, und da wird einem gelehrt, auf was man achten muss, Quellenangaben zum Beispiel zu hinterlegen, wenn man Arbeiten schreibt, bei der Diplomarbeit muss das alles belegt sein, und ich habe gemerkt, bei meiner Recherche, ich habe mal geschaut, ja, was gibt es denn auf dem Markt? Wenn man bei YouTube eingibt, Heilsteine, da kommen da ganz verrückte Sachen teilweise. Die haben auch sehr hohe Zuschauerzahlen, also muss man schon sagen. Aber die bringen dann Sachen, ohne jetzt, ich möchte nicht sagen, dass das völlig falsch ist, aber einfach ohne Nachweis, woher kommen Informationen. Teilweise ist es auch etwas skurril, wenn dann die Steine nicht mal stimmen. Also verrückte Sachen meinst du, dass es einfach inhaltlich nicht stimmt? Ja, so im Sinne von, man spricht von einem Stein, man zeigt einen Stein. Ich habe hier ein Beispiel mitgenommen, das ist die häufigste Geschichte. Dieser Stein hier, der wird dann immer, sprechen Sie immer von einem Zitrin, also dann
das ist der Vogue auch passiert. Die Vogue ist eine große Zeitschrift. Die Vogue hat dieses Jahr auch einen Artikel über Steinhaltkunde herausgebracht. Und unter Citrin kam dann dieses Bild. Und das ist halt eben kein Citrin. Und jeder Fachmann würde das sofort erkennen, weil es ist ein gebrannter Amethyst. Jetzt bei diesem Stück sieht man sogar noch, haben sie etwas zu fest gebrannt. Da ist es nicht nur goldgelb, sondern so richtig braun geworden. Wenn man den violetten Amethyst erhitzt im Ofen, dann wird er so gelb oder eben sogar braun, wenn er angebrannt ist. Und da sieht man halt, das ist für mich ein Zeichen, halt, da hat entweder vielleicht jemand ein falsches Bild reingesetzt oder die Person hat wirklich wenig Ahnung, von was sie eigentlich spricht. Und ich sage immer, in der Steinerkunde ist es so, ich kann nicht einfach eine Aussage widerlegen. Mhm. Ich muss jede Aussage akzeptieren. Aber zumindest bringt doch die richtigen Steine. Ja. Das ist so ein minimaler Ansatz, sage ich so. Da bringt es den Leuten die richtigen Steine, dann könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Weil, wie gesagt, widerlegen ist schwierig. Mhm. Und wir wollen heute auch etwas erzählen, wie kommen wir als Institution, als Lehrinstitution zu unseren Informationen. Und vielleicht kann der Bruno gerade erzählen, er hat ja auch Lizenzen gekauft für die Schule, dazu mal, was er gegründet hat. Und woher kommen eigentlich die ganzen Informationen? Ja, die Steinhaltkunde, die geht zurück auf das Jahr 85, als Michael Ginger damals seine ersten Vorträge hielt und dann nachher sein Buch darüber schreiben konnte und durfte. Und der hat das angefangen mit der Testgruppe, ja. Wie hat das Ganze angefangen? Steine, das sind ja Mineralien und wir können uns das vorstellen, die senden etwas aus. Die haben verschiedene Frequenzen. Es gibt Steine, die haben 12 Frequenzen und es gibt ein Sugilit, der hat 77 verschiedene Frequenzen, sprich 77 Organe an von mir. Also von 2,5 Hertz bis 95 Hertz ist da sehr vieles vertreten. Und so kennt man die Steine heute langsam. Es gab mal ein Naturarzt, der das alles erforscht hat und die Steine untersucht hat und genau messen konnte, den Mosacher, den wir in einer früheren Sendung vorgestellt haben, der hat 25 verschiedene Frequenzen und genau die Frequenzen für meine Bauchspeicheldrüse. Dieser Naturarzt, der hat danach eine Apotheke gehabt, wo die Frequenzen drauf waren und wenn er gesehen hat, da kommt einer mit Diabetes, also nehme ich den Mosachat, lege ihn auf und dann verändern sich die Werte der Bauchspeicheldrüse und konnte das messen. Das war der Friedrich Pelz, der hat das schon in den 90er Jahren gemacht und hatte Erfolg damit. Er hatte nicht eine Heilsteinsammlung, wie wir sie haben, er hat eine Apotheke angelegt mit Frequenzen. Also von daher war es bewiesen, aber es gab praktisch keine Bücher, die das bestehen. Also ein Stein bringt eine Frequenz. Meine Damen und Herren, ich bringe immer wieder das Magnet. Also wenn ich ein Magnet habe, zieht das mir Eisen an. Das zieht es hier an, das zieht es in Zürich, in Bern, Basel, Amerika, China, überall habe ich das gleiche Bild. Und so ist es mit dem Stein. Der hat eine Frequenz, die sendet er aus. Und dann geht es, wie der Stein erstanden ist, etc. und so. Aber was uns schmerzt, was uns wehtut, ist, wenn man Steine eigentlich so färbt. Wie dieser Achat. Also ich sage immer, I make you a very good price, it's a good thing. Of course, die haben ganze Fabriken, wo sie so Steine einfärben. Ich war in Brasilien vor knapp 15 Jahren. Ganze Fabriken, wo sie nur das machen. Und ich weiß, dass Leute heute diese am besten verkaufen. Und speziell Achate lassen sich gut einfärben. Also der Achat ist ein Quarz. Aber der Quarz besteht aus verschiedenen Fäden, also wie hier, aus Fäden und Faden der Quarz. Und den können Sie unter Vakuum stellen und nachher Farbe nachlassen mit dem Luftdruck. Und dann wird er farbig. Und das ist einfach als Verkaufsschlag oder verkaufen Sie jetzt auch unter einem anderen Namen? Oder? Nein, die verkaufen Achat. Ja. Sie ist aber nicht mal angefärbt. Und ich bin eigentlich zertifiziert GKS, geologisch kontrollierter Betrieb. Ich habe eigentlich, andere haben ihren Experten, der die Lebensmittel kontrolliert und ich habe einen, der meine Steine kontrolliert. Und ich bin natürlich seit 15, 17 Jahren im Geschäft, ich kann das lesen. Aber wenn ich Steine bekomme, wo ich nicht sicher bin, ob sie echt sind, bin ich verpflichtet, sie einzuschicken. Und er analysiert sie mir. Der Bernhard Bruder vom Europäischen Institut EPI, der macht die Kontrollen. Er hat gegen 100 Geschäfte, die sich
ihm angeschlossen haben und die Kontrolle macht. Er ist die Gewissheit. Toll. Und da können Sie noch so gut sein. Also mein Lehrer, der hatte seine Sammlung analysieren lassen und auch da durch den Bernhard Bruder waren 10% falsch. Die Steine waren nicht falsch aufgepasst, also nicht gefärbt, sondern falsch deklariert. Und das passt noch viel im Markt. Das weißt du, Manuel, wir finden viele Steine im Markt, die einfach falsch angeschrieben sind. Es ist auch ein unglaublich großes Gebiet und ein Wissen. Aber heißt das denn auch, wenn irgendjemand Steine verkaufen möchte und eben noch nicht so geprüft ist, darf man das? Mhm. Das darf man. Ja. Also man kann das machen, wie man möchte. Manuel? Verkaufen darf man alles. Ja. Natürlich, es geht ja darum, was heißt Qualität? Qualität heißt, wie ich schon gesagt habe, als Fundament müssen ja die Steine die richtigen Namen tragen. Mhm. Und auch der richtige Stein muss dann halt auch vorhanden sein. Und wenn man die Steine färbt, dann muss es ja zumindest deklariert sein. Ich kann schon einen Stein rot färben, dann kann ich den ja deklarieren. Ja. Aber wenn ich eine Lehrperson sehe, auf YouTube oder welchem Kanal auch immer, die referiert, sagt, ich bin der größte Experte und dann sieht man so eine bunte Vielfalt an gefärbten Steinen, dann würde ich vorsichtig sein. Ja. Das ist ein Kriterium, ein Qualitätskriterium. Ja, hat denn der wirklich Ahnung, von was er spricht? Wenn er nicht mal sieht, dass die ja gefärbt sind, dass die gar nicht, in der Natur gibt es gewisse Farben bei gewissen Steinen gar nicht. Verkaufen darf man es natürlich schon. Aber es geht immer darum zu schauen, deklariere ich die richtig? Und was immer passiert, das passiert ja auch uns, das passiert jedem. Manchmal sind Steine, vor allem wenn sie ganz klein sind, erkennt man die fast nicht oder verwechselt die und dann verkauft man die unter einem falschen Namen und dann kommt sie irgendwann raus, man entschuldigt sich und stellt das wieder klar. Für das gibt es diese Kontrollen. Wenn einmal im Jahr kontrolliert wird, haben wir trotzdem ja 11 Monate oder über 11 Monate kann man dann etwas falsch verkaufen. Das ist eine Stichprobe, eine Momentaufnahme. Und eben jedes Mal im bestsortierten Sortiment hat es 10%, vor allem beim Schmuck, bei diesen kleinen Kugeln, das ist so schwierig zu sehen, teilweise, ob das jetzt Glas ist, ob das jetzt echter Stein ist, da wird viel halt gefälscht. Da macht man das Bestmögliche. Genau. Und wichtig ist, man kann ja eben, ich habe es vorhin schon gesagt, man kann auch alles an Wissen verkaufen. Es gibt ja keine Kontrolle oder es gibt kein Institut, das sagt, nein, also dieser Stein kann jetzt nur das, das und das. Mhm. Das ist auch unsere Meinung. Der Stein kann theoretisch alles. Wir können das nicht widerlegen, so einfach, aber unsere Schule, und die man sieht es auch in der Literatur, wenn man gute Literatur hat, das ist recherchiert, da gibt es eine Quellenangabe. Mhm. Also, liebe Zuschauer und Zuschauer, wenn jemand etwas erzählt, fragt doch, woher wissen Sie das? Haben Sie es gelesen irgendwo? Dann kann man die Quelle angeben. Oder ist es meine Erfahrung? Das ist ja auch okay. Mhm. Aber wenn ich nur etwas wiedergebe, ohne eine Quelle zu nennen, das ist immer riskant, weil woher hat die Person das? Vielleicht von jemandem übernommen? Also 95% der Literatur in Steinkunde ist kopiert. Das ist einfach nur kopiert, Copy-Paste, der kopiert den einen vom anderen. Mhm. Und dann weiß man gar nicht mehr genau, woher das kommt, wenn man das schreibt. Ja, ich habe es von dem kopiert. Es gibt Leute, die haben das recherchiert. Dann Werner Kühne, der hat alle Quellenangaben genannt, hat gesagt, ich mache ein Lexikon, ich stelle das zusammen und dann ist es sauber hinterlegt. Dann weiß man, der hat diese Aussage gemacht, der hat diese Aussage. Das ist ja auch der wissenschaftliche Ansatz. Aber nicht einfach alles zusammen kopieren und dann berichten. Und ein anderer Aspekt ist ja noch, interessant, du hast schon erwähnt, einen Ansatz, wie die Steine funktionieren können. Es ist ja einfach immer wichtig zu erklären, wie funktionieren die Systeme. Mhm. Und da ist es so, das ist einfach spannend. Bis jetzt gibt es in der Steinerkunde kein in sich zu 100% funktionierendes, stringentes, also immer funktionierendes System, wie man die Wirkung eines Steines erklären könnte. Ja, das gibt es nicht. Sehr es gibt, anspruchsvoll. Genau, es gibt Ansätze. Mhm. Den Ansatz, den wir unterrichten, also nicht nur, wir unterrichten viele verschiedene Ansätze in der Schule. Wir unterrichten etwa 6, 7 oder 8 Ansätze in der Schule in diesen 9 Monaten Ausbildung. Aber die Grundlage ist die analytische Steinerkunde und die gibt eigentlich eine relativ wissenschaftlich orientierte Herangehensweise vor, nämlich den Stein anhand der Farbwirkung, der Entstehung, der chemischen Zusammensetzung und der Kristallstruktur. Diese 4 Punkte können alle ganz klar definiert werden, teilweise durch wissenschaftliche Verfahren, durch Analysen und so weiter. Anhand dieser 4 Eigenschaften dann vorauszusagen, was kann die Wirkung sein oder zu erklären, wieso wirkt er jetzt so. Aber auch das funktioniert nicht in jedem Fall. Es gibt immer Ausreißer und das müssen wir auch akzeptieren. Aber dennoch ist wichtig zu sagen, wenn jemand seriöse Informationen möchte zu den Steinen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besorgen Sie sich seriöse Literatur
Fragen Sie uns, fragen Sie die Experten, kommen Sie zu uns in die Ausbildung oder an Vorträge, weil wir können garantieren, dass das alles über Jahrzehnte erforscht wurde und von Hunderten oder Tausenden Leuten, es gibt teilweise Steine, die haben über 10.000, also ein Stein hat über 10.000 Rückmeldungen. Die wurden zusammengetragen. Wow. Und das ist schon eine Aussagekraft. Und da gibt es auch noch gewisse Methoden, wie zum Beispiel die homöopathische Verreibung, wo man Informationen rausgewinnen kann. Vielleicht kannst du etwas sagen zum Thema Verreibung. Das ist ja auch ein wichtiges Instrument. Ja, eben. Wir haben von der Entstehung haben wir es mal gehabt. Und ich habe eigentlich einen Stein mal rausgeholt. Der ist fantastisch, der Topaz Imperial. Ja, der kommt nur von einem Ort auf der Welt. Von Ouro Preto in Brasilien. Der Stein testen, ist der echt oder nicht echt, meine Damen und Herren? Das geht ganz einfach. Ich kann das Glas nehmen, mit ihm runterfahren und ich kann das Glas beschädigen mit ihm, weil der ist viel härter als Glas. Ah. Der hat Härte 8. Also mit dem kann ich auch einen Kristall beschädigen, der ist so stark. Jetzt geht es um die Entstehung. Ich sage Entstehung. Ich habe andere Steine wie ein Achat, der entsteht bei Zimmertemperatur unter 100 Grad. Und dann habe ich den und der entsteht, fachmännisch gesagt, pneumatolithisch. Aber er entsteht im Dampf, kann man das sagen. Das sind heiße, fluoride Dämpfe, die in 20, 30 Kilometer Tiefe Granitfelsen auflösen. Wow. Und im Dampf. Es ist so, wie wenn Sie in einem Thermalbad sind und oben an der Decke sehen Sie die Kristalle, die sich da in der Lüftung niederlassen. Es ist genau das Gleiche. Das sind Salzkristalle oder sowas. Und der entsteht da. Wirklich unter hohem Druck und bei 750 Grad. Und weil der unter hohem Druck und 750 Grad im Dampf entstanden ist, wirkt er auch so. Er nimmt uns die Hitze ab. Und er ist ein geistiger Stein. Er ist vergeistigt für die Selbstsicherheit. Etc. Also Selbstausdruck und alles. Und er macht euch Frauen vor allem stark. Und er hat die Härte 8, also man kann sich an mir schlecht kratzen. Härte 8 hat fast niemand. Und das ist ein sehr, sehr guter Stein, wird auch gebraucht für die Fruchtbarkeit, für die Gelassenheit, sich besser schützen zu können. Und wir können ihn auch verreiben. Und die Edith Dörre, die hat da in diesem Buch das Edelsteinfundament, diesen Stein vor 30 Jahren schon verrieben. Das sind da wirklich homöopathische Hinweise. Wenn ich den Stein aufbreche, wenn ich den Stein verreibe, komme ich in diese Energie. Das ist unglaublich. Da breche ich das Molekül auf und ich gehe fast in Meditation oder da gehen die Leute weg. Und sie hat eine ganz bestimmte Methode, wie sie auf diesen Stein kommt oder welche Krankheiten, welche Krankheitsbilder sie diesen Stein zuordnet und nachher mit Globuli bekämpft. Also die Edith Dörre ist so weit, dass sie heute Krankheiten beseitigen kann mit wenig Globuli. Eine Colitis, Ulcerosa etc. bringt sie weg. Krankheiten, die über Jahre anhalten, wenn Sie den Menschen anhören, seine Vergangenheit, den richtigen Stein dazu nehmen, macht baff und dann wirkt es. Wow. Und die macht das schon 30 Jahre als Heilpraktikerin. Und da kann man eigentlich generell sagen, dass immer die Entstehungsform des Steins und die Herkunft des Steins, eben ob er große Hitze, großer Druck erhalten hat, dass das dann auch eigentlich das Symbol ist für das, was die Wirkung ist. Ja. Ja, das ist spannend. Das ist so, ist eine Biografie im Stein. Wow. Und der ist auch vor Millionen von Jahren entstanden. Ja. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie heute einen Bergkristall finden, hier in den Alpen, der ist ja von unten hochgekommen, über 10 Kilometer, der hat vor 6 Millionen Jahren sein Wachstum eingestellt. Was ist dann unser Leben? Und der wächst ein Zentimeter, wächst ein Kristall in 1200 Jahren. Also die haben Zeit, Geduld und sie haben ein Wissen, ist unglaublich. Und das alles ist hier drin. Und jetzt noch was, je tiefer der Stein herkommt, je tiefer wirkt er in uns. Also das ist einer, der ganz tief geht. Und das sind meistens die tiefen Gesteine, sind auch basische Gesteine. Also da überwiegt nicht das Silizium oder die Säure. Deswegen entschleunigen sie uns auch. Und das, der andere Stein, den ich Ihnen hier noch zeige, ist, sag mal schnell. Larimar. Der Larimar, ja. Larissa hat aufs Mare gesehen, in der Dominikanischen Republik. Der gibt's nirgends, nur in der Dominikanischen Republik.
Ich dachte immer, es sei eine Arachat, aber es ist nicht so. Es ist auch ein, ich glaube, ein Natrium. Pektrolit. Spektrolit, ja. Also ist wirklich ein Stein, der für Sie ist, für die Feinmotorik, für feinstoffliche Leute, für die Augen, zum Klavierspielen und ein ganz verspielter Stein. Und warum? Warum finden wir diesen Stein nur auf der Dominikanischen Republik? Sonst nirgends. Sonst nirgends. Und fälschen kann man ihn nicht. Sagst du deine Erfahrung dazu? Verrieben haben wir ihn noch nicht, aber er ist... Der Larimar, wir haben, du hast es schon angetönt, Bruno hat jetzt verschiedene Deutungen gemacht. Mhm. Zum Beispiel ein Stein kommt aus der Tiefe, dann wirkt er tief, ein Stein entsteht bei hoher Hitze, bei hohem Druck, dann entwickelt er so und so. Wir nennen das Analogien. Mhm. Also nicht nur wir, das ist der allgemeine Begriff dafür, ist eine Analogie. Also wir machen ein Bezugssystem, das eben eine Möglichkeit, Steine zu erklären, aber nur eine Möglichkeit, die hat sich jetzt im deutschsprachigen Raum durchgesetzt oder sehr etabliert, zu sagen, wir machen Analogien zwischen der Entstehungsweise und der Wirkung dann auf uns. Und eben dieses analoge Bezugssystem, das kann man dann weiterführen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, der hat vom chemischen Aufbau, vom physikalischen Aufbau eine trikline Struktur, also eine Trapezform. Jetzt kann ich wieder eine Analogie machen und kann sagen, aha, alle Steine oder Steine generell, die eine Trapezstruktur im atomaren Aufbau haben, die wirken so und so. Und dann hat man festgestellt, aha, die wirken zum Beispiel sehr hilfreich bei Leuten, die sehr empfänglich sind, empfindsam sind, sehr offen sind und häufig auch an Überreizung leiden. Mhm. Bei denen schützt dieser Stein, der macht dazu, der hilft ihnen, sich abzugrenzen. Hingegen, wenn ich eine andere Struktur mitbringe, zum Beispiel, ich möchte mich mehr öffnen, ich möchte medialer werden, mehr ins Geistige gehen, dann hilft er mir, mich zu öffnen, die medialen Kanäle aufzumachen. Und ich habe diese Erfahrung zum Beispiel auch gemacht. Mir hilft das sehr gut, in Kontakt zu kommen, wenn ich meditieren möchte oder wenn ich zum Beispiel mit Wasseradern arbeiten möchte. Das macht mich feinfühliger. Und das ist eben auch wieder das Erklärungsmodell. Wenn mich jemand fragt, wieso wirkt der Stein so, dann muss ich meines Erachtens, wenn ich ein seriöser Lehrer sein möchte, erklären können, darum und darum. Man kann diese Antwort hinterfragen. Es kann auch sagen, Analogien sind Schwachsinn. Aber es ist zumindest eine Erklärung. Ein Erklärungsmodell. Und der Larimar ist ein eher seltener Stein. Okay. Er kommt in dieser blauen Form nur an einem Ort vor und ist auch etwas teurer. Ja, das ist schon so. Aber sehr, sehr ein spannender Stein. Und viele Leute finden den natürlich auch absolut schön anzuschauen. Und gefälscht? Nein, fälschen ist eher schwierig. Also, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Vielleicht gibt es plumpe Versuche, aber so etwas Schönes nachzuzeichnen, ist es doch etwas schwieriger, ja. Rendiert sich nicht. Ja. Also was mich auch noch in diesem Zusammenhang sehr interessiert, weil du sagst, diesen Stein gibt es nur in diesem Land und so. Hat das dann auch eine Bedeutung oder wisst ihr etwas darüber, dass die Steine, die im jeweiligen Land zu finden sind, auch wirklich eher für die Menschen dort eine Wirkung haben oder spielt das überhaupt keine Rolle? Weil das könnte ja auch noch irgendwie eine Analogie sein. Absolut, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Wir haben ja im Alpenraum sehr viele sogenannte metamorphe Steine, also Steine, die durch eine Metamorphose, eine Umwandlung durch die Alpenfaltung, die wurden ja auch geschichtet, dann ist ein hoher Druck und Hitze entstanden. Und sehr viele Steine, also jetzt mal abgesehen von den Sedimenten, die wir auch sehr viele haben, Kalkalpen und so weiter, kann man schon sagen, ja, ist dann die Schweiz oder die Alpenregion speziellen Veränderungen unterworfen oder die Menschen, die hier leben, haben die das so gewählt, hier zu leben, weil die in einer Umwandlungsphase sind, weil die oder einen Wandel bewirken wollen. Das könnte man schon so sehen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass jetzt auch in der Praxis, zum Beispiel der Schweizer fühlt sich auch noch zum Rosenquarz hingezogen, also Bruno vielleicht weniger, aber andere. Und der Rosenquarz kommt hier nicht vor, das ist ja ein Stein, der magmatisch entsteht, in der Tiefe, direkt aus dem Magma. Also ich glaube, man könnte schon schauen, welches Land hat welche Schwingung, hat welches Thema, und da würde man wahrscheinlich auch korrespondierende Aspekte finden. Man könnte es aber auch umdrehen und sagen, ja, die Leute sind so wegen den Steinen. Die Leute sind so wegen ihrem Untergrund, oder? Wieso in den großen Städten in der Schweiz haben wir Konglomerat, also Mischungen aus allen möglichen Steinen. Zürich, die größte Stadt der Schweiz, da ist das nur Schutt, Alpenschutt. Das heißt, das symbolisiert ja auch alle Leben zusammen. Alles kommt zusammen, Multikulti. Oder
auf Carbonaten, auf Kalk ist die Industrie, Uhrenindustrie, Pharmaindustrie hat sich da niedergelassen im Juragebiet und so. Also können wir sagen, das steht für Entwicklung und Fortschritt. Ja. Es gibt schon so Sachen, wo man beobachten kann. Aber das ist auch wieder eine Geschichte, die unendlich ist. Und wir gehen ja auch auf verschiedene Gesteine darum im Alpenseminar der Heilsteinschule. Ja. Also das ist ja ein so spannendes Thema und da könnten wir noch lange weiter philosophieren. Aber leider sind wir schon wieder am Schluss der Sendung, aber ist zum Glück nicht die letzte Sendung. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ist immer toll mit euch und so lehrreich. Ich bin wirklich am Staunen. Vielen, vielen Dank, lieber Bruno, lieber Manuel. Schön wart ihr heute bei uns. Schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank waren Sie dabei. Und ich glaube, auch Ihnen hat das tolle Wissen weitergeholfen. Ich freue mich auf ein anderes Mal und auf Wiedersehen.